What's poppin? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Wohnmobiltour. Ist eigentlich ein Camper und ein Wohnmobil dasselbe? Weiß nicht, ich nenne es auch ständig Camper, also für mich ja. Es ist so, dass Kevin und ich die letzten 2,5 Wochen in wusstest du, dass es Baden-Württemberg heißt? Ja. Ist es peinlich, wenn ich sage, dass ich mein ganzes Leben lang gedacht habe, dass es Baden-Württemberg heißt? Nein. Ich dachte eigentlich die meiste Zeit davon, dass wir in Bayern unterwegs wären. Also wir merken hier auf jeden Fall, dass Geografie innerhalb von Deutschland nicht meine Stärke liegt. Aber deswegen war es vielleicht auch angebracht, dass ich mal durch Deutschland reise. Auf jeden Fall haben wir die ganze Reise auf Instagram begleitet. Wer von euch vielleicht unsere Reisevlogs vermisst oder so, das haben wir leider nicht geschafft. Der kann gerne auf Instagram vorbeikommen. Da habe ich 3 Highlights, die Wohnmobiltour heißen. Da könnt ihr euch das angucken und da ist alles von Anfang bis Ende dokumentiert, auch mit Schnittbildern und Musik, so wie ihr das aus den Vlogs gewohnt seid. Also falls ihr das vermisst habt und Bock darauf habt, guckt da gerne vorbei. Ja, und auf Instagram habe ich gefragt, ob ihr Bock habt auf eine Wohnmobiltour und ihr habt eigentlich alle kollektiv ja gesagt. Wollen wir starten? Ja! Ja! Und das ist das Wohnmobil unserer Freundin Vivi. Vivi Barfuß übrigens auch eine Fußinfluencerin, kann man das so sagen? Eine Barfußlerin. Barfluencerin. Eine Barfluencerin. Falls ihr Probleme mit euren Füßen habt und etwas für eure Fußgesundheit tun wollt, kann ich euch nur Vivis Instagram empfehlen. Ja, und so sind wir an Arnold gekommen. Arnold ist dieses Mercedes-Wohnmobil. Ich komme mal raus, dann können wir den im Ganzen zeigen, ne? Ich muss jetzt versuchen, trotz Mikro mich frei zu bewegen. Ich war auch schon lange nicht mehr an der Kamera. Ich fühle mich ein bisschen merkwürdig und künstlich. Es tut mir leid, falls ich eine merkwürdige Attitude habe. Ich bin raus. Arnold ist ein Mercedes-Wohnmobil von ungefähr 1980 oder so, ne? Ja. Also er hat ein H-Kennzeichen. Dann geht es hier in das Wohnmobil rein. Hier ist so eine Stufe, die kann man hier... Wenn man weiß, wie das geht, so halt hoch und wieder runter machen. Das ist bestimmt eine total wichtige Information für euch. Ja, und da kommen wir direkt zu meinem Lieblingsplatz. So, ja, das ist mein Lieblingsstuhl. Das ist der Beifahrersitz. Ja, das ist das korrekte Wort dafür. Und den kann man halt rumdrehen, wie man will. Wie man sich das vorstellen kann, wenn man den sieht, ist es wie, als würde man bei seiner Oma sonntags zum Kuchenessen kommen und im Wohnzimmersessel sitzen. Die sind wirklich richtige Sessel. Also auch der Fahrersessel. Das ist der Fahrersessel. Da sitzt man, um zu fahren, falls ihr euch das nicht denken konntet. Da hinten hat Kevin irgendwie seinen Kram liegen. Hier ist dann halt das Armaturenbrett. Da habe ich immer so meinen Kram liegen. Hier haben wir einmal Basilikum, Petersilie und Schnittlauch. Das hat Vivi uns hier reingestellt, was ich wirklich sehr, sehr cute finde. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich extrem überrascht bin, dass das noch lebt. Hier habe ich immer meine Bücher drin, die ich lesen wollte während der Fahrt, die ich nie gelesen habe. Und da hatte ich Getränke drin stehen. Ja, und was ich auch mega spannend an diesem Teil hier finde, ist, und sehr fortschrittlich, Vivi hat hier auf dem Dach eine Solaranlage, ein Solarpanel, zum Verlängerungskabel mit der Steckdose. Da konnten wir unsere Laptops anschließen, wenn wir arbeiten wollten. Und während der Fahrt auch mit USB einfach unsere Handys aufladen. Und hier unten, das haben wir allerdings nur einen einzigen Tag benutzt, weil man muss dazu sagen, es ist wie bei unserem Auto. Also wir haben so einen kleinen Nissan Micra. Kennt ihr das, wenn man mit so Autos auf der Autobahn ist, wo man die Straße und die anderen Autos so laut hört? Marie hat das gestern genannt, als hätte einen die ganze Fahrt jemand angeschrien, wenn man Autobahn gefahren ist. So ist es mit unserem Nissan Micra. Auf jeden Fall ist dieser hier auch extrem laut. Also wenn man hier mit unterwegs ist, ist es schon so, ein Raumschiff hebt ab. Und deswegen haben wir sehr selten Musik gehört, weil vielleicht kennt ihr das in so alten Autos oder kleinen Autos, die so sehr, sehr laut werden bei der Fahrt. Wenn man dann noch extra Musik aufdreht, dann tilt das Gehirn irgendwann so richtig durch. Naja, aber wenn wir Musik hätten hören wollen, ist hier so ein Ding. Ich persönlich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Da sucht man sich auf dem Radio eine Frequenz, die frei ist, und dann schließt man das Handy da an und gibt diese Frequenz ein und dann läuft auf dem Radio das, was auf dem Handy läuft, weil das über die Frequenz läuft. Leute, die sich mit technischen Dingen auskennen, denken jetzt, das ist kein Wunder. Für mich war das ein Wunder. Das ist ja wie Walkie-Talkie, benutzt dieselben Wellen. Wenn ich an Apokalypse-Filme denke und dass man dann irgendwelche Frequenzen benutzt hat, macht das auch alles Sinn. Aber ich habe da vorher einfach noch nie in meinem ganzen Leben drüber nachgedacht, weil ich jetzt auch nicht so einen Bezug zum Radio habe. So viel dazu. Wie viele dumme Dinge habe ich in diesem Video schon gesagt?
5. Ja, soll ich das hier runterholen oder einfach sagen, was da oben ist? Einfach sagen, weil da einfach auch nur Scheiße drin rumliegt. Ja, sieht nicht so geil aus da oben, muss ich ehrlich sagen. Es wäre schon ein bisschen schambehaftet meinerseits. Also, wenn man das hier runterholt, dann hat man hier oben so ein 1,40 Fläche, die aber nach hinten hin, also die Decke kommt näher nach hinten hin, gefühlt eher so ein 1,20 Bett. Man könnte mit zwei Personen auf jeden Fall hier oben schlafen. Wir haben hier oben allerdings nicht geschlafen, weil wer den Jack und Sam Podcast von mir und meiner Freundin Samira hört, der weiß, dass ich etwas speziell bin, was meine Schlafgewohnheiten angeht. Als Kind konnte ich nicht in Hochbetten oben schlafen, weil ich Anxiety hatte, rauszufallen. Und in der Luft schlafen ist sowieso schon mal komisch, weil da kann man einfach runterfallen, wenn alles aufgeben würde. Wie Balkone. Ich traue auch keinen Balkonen. Deswegen haben wir hier oben unter anderem Kevins Gitarre gelagert, Klopapierrollen, hier dieses Tuch. Damit haben wir abends immer diese Seite hier abgehängt, damit uns niemand sehen kann und es nicht so lichtdurchlässig ist. Und wenn wir, was ich euch gleich zeige, dort das Bett tagsüber zum Sofa umgebaut haben, haben wir das ganze Bettzeug hier oben drauf gemacht und das halt hier oben gelassen. Das war quasi wie so ein zweiter Kofferraum. Hier steht gerade unser Wasser im Weg. Zu Hause trinken wir eigentlich immer Leitungswasser und mit so einem Sodastream. Aber hier haben wir immer ein Sixerwasser eigentlich hier drin gehabt. Ja, weil das Wasser ja auch zum Waschen auch knapp ist. Das stimmt allerdings. Also ich finde, es hat verhältnismäßig recht lang gehalten, muss ich sagen. Aber natürlich, wenn man viel wild campt, also wir haben viel wild gecampt, das heißt, also ja, 50-50, ne? Wir haben so die Hälfte der Zeit auf Campingplätzen verbracht, wo man auch so Zugang zu Wasser und Strom und so weiter hat. Aber die anderen 50% haben wir wild eigentlich irgendwo im Feld, im Wald oder auf dem Parkplatz fernab der Zivilisation geparkt. So, kommen wir zu unserer Küche. Genau, da haben wir hier eine Spüle und diese Dinger hier funktionieren nicht mehr. Wie heißt das? Heiß-Kalt-Räder? Hahn? Zumachgerät, Funk, Schrauben. Aber hier unten, kannst du es mal zeigen, ist ein Schalter. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt hier oben Wasser raus. Hier drunter ist ein Herd. Dann sind hier unten noch so Schraubverschlüsse. Da hätte man irgendwelche Gläser dran schrauben können. Hier ist Salz, hier sind Chiasamen. Und hier oben hatten wir zwei Teller, zwei Müsli-Schüsseln, Gläser. Alles Dinge, die wir sehr, sehr selten gebraucht haben, außer fürs Frühstück, weil wir hier nur Frühstück drin gegessen haben, wahrhaftig. Gefrühstückt haben wir meistens so Porridge und dann sind wir halt nachmittags irgendwo nochmal essen gegangen. Wir sind sehr spät aufgestanden, deswegen haben wir nur zweimal am Tag gegessen. Hier ist noch so ein Schrank, das ist ein Kleiderschrank. Ja, da hatten wir unsere Klamotten drin. Also hier unten, ja, es ist nicht mehr so viel drin, weil wir haben jetzt hier so eine Tüte stehen mit Dreckwäsche. Einmal haben wir unsere Klamotten komplett durchgewaschen. Und jetzt ist halt unsere Reise fast vorbei und deswegen ist hier halt nur noch der Restbestand drin, den wir übrig haben. Wir hatten aber allgemein eigentlich nicht viele Klamotten dabei. Ich glaube, das ist Typsache. Ich habe auch eine Freundin, die nimmt zum Campen immer mega viele Klamotten mit. Aber bei mir ist immer so, mich macht das aggressiv, wenn ich sehr, sehr viele Dinge ständig von A nach B räumen muss. Und in so einem Camper musst du eigentlich ständig Dinge von A nach B räumen. Und deswegen versuche ich immer, die bequemste, praktischste Kleidung zu haben. Also ich habe eigentlich, wer mich auf Instagram verfolgt, hat gesehen, dass ich 70% der Zeit einfach diese Hose anhatte und irgendein random Top. Das war einfach am einfachsten. Ich habe eigentlich nur 10 Teile dabei gehabt und davon habe ich nur 4 angezogen. Hier haben wir eigentlich immer unsere Einkaufsbeutel gehabt, zum Beispiel den seit Jahren berühmten Nisi 15-6 Beutel, den meine Freundin Nisi mir mal zum Geburtstag geschenkt hat, vor, ich glaube, 7 Jahren. Und dann hingen hier immer so Pullis und Strickjacken zum Überziehen und unsere Handtücher zum Trocknen. Hier haben wir das Badezimmer, von dem ich am Anfang gedacht habe, dass ich es gar nicht benutzen werde, weil ich gedacht habe, oh, wir werden bestimmt ständig irgendwelche Duschen benutzen auf irgendwelchen Campingplätzen. Und ich war dann ab Tag 1 extrem froh, dass wir das hatten. Also ich würde, auch wenn ich mir zukünftig einen Camper leihen würde, mir niemals mehr einen Camper leihen ohne Innen- oder Außendusche. Wie, wäre mir eigentlich egal. Aber das Gefühl, also wirklich, das ist das, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber das ist das Nummer 1 Premium-Gefühl des Tages für mich, morgens im Camper aufzustehen und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen siffig. Es ist nicht so schlimm wie beim Zelten, aber schon so. Und wenn du dann kurz ein bisschen aufräumst, dich mit eiskaltem Wasser überduschst und dich anziehst, dann ist es so,
dann fühlst du dich wie ein Übermensch. So war das bei mir jedenfalls. Hast du das auch so genossen? Ja. Du nicht? So doll nicht, wie du es beschreibst, aber es ist schon geil. Es ist nice to have, auf jeden Fall. Also ich fand es, ich weiß nicht, wenn ich mich morgens so frisch geduscht, ganz schnell angezogen, auf dem Fahrersitz gesessen habe, damit wir losfahren können, um uns irgendwo einen Kaffee zu holen. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war wirklich der Moment des Tages für mich, jeden Tag. Wir haben schon mal einen Campervan ausgeliehen. Die Tour kann ich euch hier oben verlinken. Da hatten wir eine Außendusche. Da haben wir immer in Spanien, in den Bergen, draußen mit kaltem Wasser geduscht. Und das war Oberpremium. Oh ja, das war also richtig. Also das war wirklich. Kommen wir zum Badezimmer. Hier unten ist, das ist ziemlich geil. Hier unten ist so eine Holzmatte. Da hat man eigentlich immer, es war nie unappetitlich. Also ohne diese Holzmatte hätte ich es, glaube ich, ein bisschen unappetitlich gefunden. Aber damit ging das echt richtig gut. Hier oben ist so ein Fenster, das die Feuchtigkeit auch direkt abziehen kann. Hier ist ein Licht. Hier drin ist ein Schrank. Da waren, im Moment sind die nicht da drin, unsere Kulturbeutel und mein Schminkzeug und sowas. Hier unten ist eine Toilette drin. Vivi hat mir auch so ein, also so eine Chemietoilette, und Vivi hat mir auch so ein Zeug mitgegeben, was halbwegs nachhaltig sein soll. Wir haben die aber nie benutzt. Wir haben halt draußen hingepinkelt und das Klopapier in den Müll geschmissen oder sind halt gerade an Tankstellen oder ehrlich gesagt auch ziemlich praktisch, haben wir voll oft wo gestanden, wo Dixi-Klos rumstehen. Ich möchte kurz Props... Das ist in Baden-Württemberg sowieso öfter. Ne? Da stehen so viele Dixi-Klos einfach rum. Manchmal mitten irgendwo auf einer Wiese, in 500 Meter Höhe, steht einfach random zwischen zwei Feldern oder so, steht ein Dixi-Klo. Gibt es dafür eine Erklärung? Und dann fragen sich wahrscheinlich einige, wie habt ihr geduscht? Dieses Ding hier kann man einfach ausziehen, sich da dran machen. Das hier haben wir abends immer zum Bett umgebaut. Also dieser Tisch wird dann, das kennt ihr bestimmt, das ist so ein typisches Wohnmobil-Ding. Den Tisch, den macht man weiter nach unten, dass der auf Höhe der Bänke ist. Und dann legt man diese Polster einfach da drauf und hat so eine Liegefläche. Oft hatten wir keinen Bock, es wieder zurückzubauen und haben es einfach den ganzen Tag so gelassen. Und hier oben, hier sind Bücher. Schon immer anders. Ein Buch, das ich mir bestellt habe, weil ihr gesagt habt, ich soll mich mit Hochsensibilität auseinandersetzen. Hier oben haben wir die dicken Sachen drin, also Jeans und Pulli. Hier ist die ganze Technik, also Kamerazeugs, Aufladekabel, Kopfhörer, Mikrofone für Podcastaufnahme, die ich unterwegs gemacht habe. Ja, und hier auf der Bank auf einer Seite haben wir halt immer irgendwas gelagert, so wie... eine Kiste mit Kram, Dreckwäsche, genau. Und das sind noch die Geschenke. Ich habe auf Instagram immer gesagt, dass ich so Souvenirs gekauft habe oder so. Und ganz viele haben immer gefragt, was ich gekauft habe. Hier habe ich einmal am Titisee eine Kuckucksuhr gekauft für meine Mutter. Und da meine Mutter auf extrem kitschiges Zeug steht, konnte ich dann auch anderthalb Wochen später nicht hieran vorbeilaufen. Das habe ich auf der Insel Mainau am Bodensee gekauft und da war so eine Feenwelt aufgebaut und ich habe diese Gießkanne gesehen und es hat mich so an Alice im Wunderland erinnert und ich habe gedacht, das braucht meine Mutter für ihre Terrasse, ganz klar. Genau, dann haben wir in einem Laden in Tübingen, das ist einmal, ist das okay für dich, wenn ich das aufmache? Ja, klar. Ein Tintin oder auch Tim und Struppi Poster, das wollte Kevin unbedingt haben, der hat früher mal Tim und Struppi gelesen. Ja, die Comics. Das hing da im Fenster und deswegen sind wir eigentlich in diesen Laden gegangen. Das ist der Rimpo-Laden in der Ammergasse 23 in Tübingen. Und da gab es auch ganz, ganz viele Platten. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit da verbracht bei Kevin und Platten. Das ist halt so eine Sache. Jimi Hendrix, X is Bald as Love, genau. Ja, Frank Zappa natürlich, Hot Rats. Natürlich. Natürlich. Santana mit Moonflower. Das ist einer der mit den besten Liedern von ihm auf jeden Fall. Black Magic Woman und Soul Sacrifice. Da musst du was zu sagen. Und das ist eine Platte von den Fugees. Also Kevin war definitiv teurer an diesem Tag. Ja. Wenn ihr die Reise sehen wollt, schaut mal bei Instagram. Es ist alles dabei. Hat es dir gefallen? Ja. Möchtest du nochmal mit mir campen oder hast du die Schnauze voll, wenn du an die Nächte im Camper bist? Ich campe sehr gerne denkst? Mit dir. Ja? Aber dann nehmen wir Schlaftabletten mit. Ihr so. Seid süß und klein. Ein dicker Zungenkuss geht raus an euch. Mit einer Plastiktüte über die Zunge zum Schutze eurer Gesundheit. Ein Zungenkondom. Ein Coronodom. Macht's gut. Sagt tschüss. Tschüss.
Tschüss. Gib ein Küsschen. Ah, oh, das hast du ja sofort gemacht. Ja. So. Tschüss. Tschüss.